Hallo und herzlich willkommen zum Exeter Methodenkanal. Mein Name ist Martin Seifert und ich möchte euch heute etwas zum Thema Requirements Engineering erzählen. Also for our non-native viewers, if you'd like us to come up with some videos in English, please let us know in the comments below. Requirements Engineering, also Anforderungsmanagement, wie kann ich Anforderungen so aufschreiben, dass sie möglichst interpretationsfrei implementiert werden können, ist ein Thema, wenn man es erstmal so vorstellt, wo jeder mit dem Kopf nickt und sagt, ja, definitiv wichtig. Ich sollte meine Anforderungen so aufschreiben, dass sie auch wirklich nach meinem Wunsch entsprechend implementiert werden können. Wenn man sich allerdings dann näher damit beschäftigt und auch mal aufzeigt, was das denn bedeutet, welche Aufwände hier betrieben werden müssen, welche Rollen vielleicht sogar neu erschaffen werden müssen, dann scheut es den einen oder anderen dann ab, das dann tatsächlich wirklich auch durchzuziehen in der Praxis und hier wirklich ein sauberes Requirements Engineering einzuführen. Ich möchte in dem Video kurz beleuchten, warum man es vielleicht doch tun sollte und was eben wichtig ist beim Thema Requirements Engineering. Hierzu kurz werden wir einen kleinen Graphen einblenden, um mal zu zeigen, rein aus monetären Gesichtspunkten, warum es sich denn lohnt, Requirements Engineering einzuführen. Wenn man jetzt Änderungen in der Konzeptphase hat, dann sehen wir in unserem schönen Graph, dass dann eben die Kosten noch relativ gering sind. Natürlich, wenn ich in der Konzeptphase bin, habe ich vielleicht etwas Papier, ich habe etwas aufgeschrieben, ich habe mir Ideen erfasst, die ich umsetzen möchte. Aber ich habe noch keine großen Entwicklungsaufwände vorgenommen. Umso weiter ich jetzt in den Implementierungsprozess nach vorne schreite, sprich zum wirklich dann auch den Tag, wo ich dann das Produkt ausrolle, umso höher werden natürlich die Kosten. Klar, bin ich bereits in der Entwicklung, habe vielleicht auch schon erste Prototypen erstellt, dann ist es schon etwas teurer als noch eine Papierphase. Nichtsdestotrotz noch deutlich kostengünstiger, als wie wenn ich jetzt eben schon direkt draußen bin beim Kunden ein Produkt wirklich schon gelauncht habe. Hierbei geht es dann nicht nur um die Produktkosten oder Entwicklungskosten, die entstanden sind, sondern es geht eben hin bis zum Imagewandel und beziehungsweise bis zu Imageproblemen, die dabei auftreten können. Denken wir nun mal an das Thema der klemmenden Gaspedale von Toyota, die bis dahin als sehr wirklich qualitativ hochwertig und sichere Fahrzeuge galten, die in den USA dann leider sogar zu Todesfällen geführt haben. Das ist natürlich das schlechtmöglichste Publicity, die man sich nur wünschen kann. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass ich mir rechtzeitig Gedanken über das Thema Anforderungsmanagement und eben auch wirklich das Sicherstellen meiner Implementierung machen sollte. Hierzu haben wir uns jetzt anhand des IREP Standards, das ist das International Board of Requirements Engineering, haben wir uns überlegt, dass wir eine Methode entwickeln mit 4 Phasen, um eben das Requirements Engineering sauber einzuführen. Die erste Phase beschäftigt sich mal mit der Ermittlung. Ich möchte mal wirklich hier jetzt mal festlegen auf einem High Level, was möchte ich erreichen, was sind meine Ziele, welche Eigenschaften soll mein Produkt haben. Hierzu eignen sich sehr, sehr gut User Stories. Das heißt, ich beschreibe hier anhand eines Users, was möchte ich und ganz, ganz wichtig, warum möchte ich als User eben diese bestimmte Anforderung, warum habe ich diesen bestimmten Need. Das Thema der User Stories ist sehr, sehr bekannt aus der agilen Softwareentwicklung. Nichtsdestotrotz erleben wir da immer wieder in der Anwendung, dass es hierbei zu sehr, wie soll man sagen, starken Abwandlungen auch kommt oder auch das Thema des Benefits nicht unbedingt immer gerne genutzt wird, weil ich mir dann eben für jede Anforderung überlegen muss, warum ich das Ganze möchte. Nichtsdestotrotz sagen wir, es macht natürlich sehr, sehr großen Sinn, hier einen Benefit festzulegen, weil so kann ich mich immer wieder challengen, warum will ich diese Anforderung? Ich kann gut priorisieren gegenüber meiner Teamkollegen, warum ich diese Anforderung möchte, nämlich indem ich nicht meine persönliche Sichtweise nehme, sondern sage, der Kunde hat folgenden Benefit von dieser Anforderung und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten diese Anforderung umsetzen. So kann ich eben ein bisschen die Priorisierung von meiner Person weglenken, sondern hin auf den Kundenaspekt. Haben wir das gemacht, haben wir die Anforderung auf dem High Level definiert, geht es jetzt darum, diese zu dokumentieren. Das heißt, hier geht es jetzt wirklich darum, die Informationen bereitzustellen, die ein Entwickler braucht, um jetzt diese Anforderung wirklich in die Technik umzusetzen. Ich beschreibe es immer ganz gerne in das Was und das Wie, in die funktionellen und die nicht funktionellen Anforderungen. Also was soll mein Produkt können? Da ist man relativ schnell am Anfang mit dabei, indem man sagt, okay, man beschreibt die Produkteigenschaften. Ich möchte zum Beispiel eine App, in der ich mein Fahrzeug tracken kann, in der ich als Bankkunde meinen Kontostand angezeigt haben möchte oder Überweisung vornehmen kann. Das Wie wiederum, wie soll das funktionieren, ist dann schon das etwas Schwierigere. Denn hier geht es darum, wirklich die Informationen dem Entwickler bereitzustellen, wie soll dieses Produkt denn jetzt diese Eigenschaft umsetzen. Da geht es dann um Response Time, da geht es dann um Verfügbarkeiten und so weiter. Einfach so das Thema unter anderem Performance festzulegen, aber auch Quality und so weiter sind hier nur eine der wenigen Stichpunkte, die man dann eben versuchen muss, als nicht funktionelle Eigenschaften, also als das Wie zu definieren.
Das waren jetzt die ersten beiden Phasen. Ich habe auf einem High-Level das Thema ermittelt, dann dokumentiert. Jetzt könnte man ja meinen, ich bin fertig, weil ich habe meine Anforderungen niedergeschrieben. Doch die zwei nächsten Phasen sind genauso wichtig für das Requirements Engineering. Nämlich das Thema, dass ich jetzt meine Anforderungen prüfe, dass ich sie validiere. Dass ich mir jetzt einfach mal anschaue, okay, sind denn diese Annahmen, die ich getroffen habe, diese Requirements, die ich niedergeschrieben habe, treffen die auch wirklich noch die Anforderungen der Stakeholder, die diese initial eingebracht haben? Das bedingt natürlich, dass ich meine Stakeholder kenne, was für viele schon mal tatsächlich neu ist, dass ich wirklich in Kontakt mit meinen Anforderungen trete. Und wenn es ein Kunde ist, dann gegebenenfalls auch mit meinen Kunden eben direkten Austausch suche. Natürlich, bei einer Großzahl von Kunden kann ich nicht jeden einzelnen interviewen, sondern muss mir repräsentative Kunden raussuchen. Aber hier ist es eben wichtig, dass ich diesen Kontakt mehr schaffe. Hier muss man natürlich dann individuell überlegen, was möglich ist. Aber definitiv sollte ich versuchen, meine Stakeholder wirklich mit zu involvieren. Last but not least ist das Thema Management. Hier geht es darum, wirklich die Requirements zu managen, auch wenn ich Änderungen habe. Denn ich persönlich habe noch kein Projekt erlebt, was ohne eine einzige Änderung umgesetzt wurde. Und deswegen sollte man sich hier auch überlegen, wie man damit umgeht. Das heißt, wen muss ich informieren? Wie sieht mein Informationsprozess dazu aus? Wen muss ich mit beteiligen? Um hier eben permanent aktuelle Requirements zu haben und diese auch in einer geeigneten Art zu dokumentieren, sodass jeder hier auch wirklich darauf zugreifen kann. Das war jetzt auch wieder sehr auf High Level beschrieben, was das Thema Requirements Engineering bedeutet. Wenn ihr hierzu Fragen habt, könnt ihr diese gerne bei uns wieder unten in die Kommentare schreiben. Und ebenfalls hierzu bieten wir auch die Schulung zum Thema Requirements Engineering an, die ihr auch gerne bei uns buchen könnt, in der wir dann wirklich sehr intensiv auf das Thema Requirements Engineering eingehen, wie das sehr viel mit Praxisbeispielen arbeiten, um einfach mal das Gefühl zu bekommen, wie schreibe ich gute Anforderungen, das auch mal zu üben. Selbst auch solche Satzschablonen, wenn sie relativ einfach scheinen, birgen doch eine gewisse Komplexität in der Praxis dann, um hier also relativ in kurzer Zeit einfach mal ein Gefühl für das Thema Requirements Engineering zu bekommen. Ich sage vielen Dank und wünsche euch noch einen schönen Tag.